Und aktuelle Fertigstellung, Ober? Aktuelle Fertigstellung ist hier jetzt im Juni. September. September ist ja das Dings. Fertigstellung. Kannst du mich solche Fragen jetzt ja auch nicht stellen? Und selber nochmal reingucken. Da stelle ich die Fragen, das ist mein Job. Ich habe sonst hier nichts zu tun. Der Bernhard guckt, dass die Baustelle läuft. Ich komme nur vorbei, um zu gucken, ob der Bernhard funktioniert. Der Bernhard sagt, er funktioniert. Dann will ich wissen, wann das Ding fertig ist. Das ist mein Job. So, ich würde gerne sehr gerne das genaue Datum sagen können, lieber Oliver. Aber das Problem ist... Vorschau kann nicht gezeigt werden. Die Vorschau kann nicht angesehen werden. So, also so ist es. Irgendwann wird es fertig hier. Hey! Hallo, grüß euch! So, wir sind an der Baustelle und heute ist die Jasmin und der Alex und der Max da. Und wir schauen uns heute mal an, wie wir weiter vorangekommen sind. Also letztes Mal, als wir da waren, war die auch mit dabei. Da waren wir ja noch im Kellergeschoss, wo wir die Bodenplatte gemacht haben für den Keller. Und der Bernhard hat ja über die Stories auch schon berichtet, dass wir jetzt schon wieder einen Schritt weiter sind. Das heißt, wir haben die Wände stehen im Keller und auch schon die Bodenplatte für das Erdgeschoss kommt da. Und dann habe ich gesagt, Schatz, weil wir haben ja leider das Thema Corona, das ist ja jetzt nichts Besonderes in Form von, ihr kennt es nicht, jeder kennt es leider gerade, wir sind jetzt heute hier Anfang April und es ist eine furchtbare Zeit für viele. Manche trifft es nicht so, Achtung. Und wir schauen uns jetzt mal an, inwieweit es uns getroffen hat auf der Baustelle, wie es jetzt weitergelaufen ist. Und da gehen wir jetzt direkt rüber. Was wir heute machen, wir haben gesagt, wenn die Corona-Situation da ist und ich die Baustelle anschauen will und der Max und ich zu Hause sowieso die ganze Zeit mit Bagger und Betonmischer spielen, right, mit dem Concrete Mixer, dann können wir heute auch zusammen auf die Baustelle gehen. Die Jasmin hat schon gesagt, ob die anderen das stört, habe ich gesagt, das wird schon kein Problem sein. Deswegen, der Bernhard ist cool mit der Sache. Schauen wir zusammen mit den Jungs das an. Aber ich glaube, das ist auch eine Frage, ja? Und ich muss wahrscheinlich noch die Manduka anziehen. Geht's. So, super. Das sind jetzt die neuen Schuhe? Ja, ja. Die habe ich jetzt bestellt, weil ich letzte Woche einen auf den Deckel gekriegt habe. Das sind Sicherheitsschuhe, das sind die S3. Die kann man auch als Halbschuhe sich bestellen, nur ich habe sie mir jetzt als Stiefel geholt. Okay. Damit ich einfach nicht umknicken kann. Und ja, Sicherheit geht halt vor, ne? Und wenn jetzt ein Nagel da liegt, der geht nicht durch? Der sollte theoretischerweise nicht durchgehen, aber man kann es ja nie wissen. Und du hast jetzt Stahlkappe vorne drin? Ja, vorne ist eine Stahlkappe drin, kann jemand drauf rumhüpfen, wie er möchte. Okay. Also, das ist alles gut. Cool. Ja. Die musste ich jetzt leider mir zulegen, weil letzte Woche war, wie gesagt, BG Bau vor Ort. Ja. Und hatte dort Kontrolle gemacht. Okay. Und zum Glück war ich zu dem Zeitpunkt gerade nicht da. Okay. Das hätte sonst Ärger gegeben. Strafe? Es kann mit Strafen gehandelt werden, ja. Okay, ich habe das noch gar nicht mitbekommen. Wir laufen ja immer, ich laufe ja immer sonst mit denen da durch die Gegend. Theoretisch. Dann müssen wir die auch mal bestellen. Ja, wir müssten die uns für uns, also für dich jetzt nochmal, ich habe die ja erstmal als Probeweise erstmal für mich jetzt bestellt, um das zu testen, ob die gut sind. Und sie sind halt unbequem, das muss man dazu auch sagen. Also sie sind, also Turnschuhe sind es nicht, aber sie sind super leicht. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe damals ja auch Handwerkerschuhe angehabt und die waren wesentlich schwerer gewesen. Okay. Aber mittlerweile ist es hier wirklich fast wie ein Turnschuh. Also von der Leichtigkeit finde ich super. Nur sie sind halt sehr klobig. Ne? Okay, also, cool. Ist das cool? Do you like it, Max? Ha? Ist cool, die Baustelle, oder? So, also, kurzes Update für euch. Sind jetzt die hinteren Wände sind jetzt alle vergossen. Ja. Wir haben im hinteren Bereich, seht ihr hier schon, hier ein Gerüst aufgebaut, das dient für die Decke später. Das ist schon mal ein Vorgerüst, weil das hier hinten der tiefste Punkt ist. Und der tiefste Punkt wird nachher als erstes in der Hinsicht nachher vergossen, wird auch als erstes bearbeitet und danach zieht sich das hier weiter von vorne durch. Im vorderen Bereich haben wir jetzt noch ca. 4 Wände, die müssen noch vergossen werden. Das wird aber wahrscheinlich bis, ja, ich sag mal so, nächste Woche Dienstag fertig werden. Jetzt sind sie aber schon im vorderen Gebäude, sind die jetzt aber auch schon fertig, dabei jetzt gerade schon die Wände hochzumauern für den Waschraum. Okay. Da fangen die schon vorne an. Vorne wird schon gemauert und weiteren Plan ist so, wir hatten ja am Mittwoch hat man Jobfix gehabt,
Da hatten wir bezüglich Thema, ich sag mal so, Stein eine große Diskussion gehabt. Wir müssen einen anderen Stein darstellen bezüglich Schallschutz. Wir haben einen höheren Schallschutz, der hier angefordert wird. Und der aus der LV war niedriger Schallschutzstein. Den mussten wir jetzt angleichen lassen. Wir haben jetzt einen Verfüllziegel jetzt auch jetzt gewählt, damit wir einfach die Schallschutznormen auch einhalten. Das heißt ein Hohlraumporoton mit Verfüllung? Nee, wir haben einen Poroton außen an den Außenwänden. Das wird nachher passieren. Innen drin werden nachher Verfüllziegel sein, wie es auch bei uns in der Baubeschreibung auch drin steht. Wir arbeiten hier mit Poroton und Füllziegel und Ziegel. Wird hier gearbeitet, also KS-Stein innen drin. Okay. Und außen wird halt Poroton sein. Okay. So, und da ist es halt von der Steinsorte war notwendig gewesen, dass wir einen bestimmten Stein wählen. Das hat jetzt, ich sag mal so, am Anfang ein relativ sehr hohes Angebot gewesen, wo ich nicht ganz konform mitgegangen bin mit unserem Bauleiter. Und da hatten wir jetzt halt seit letzter Woche eine Streitdiskussion geführt. Die haben wir jetzt aber am Mittwoch jetzt geklärt. Okay. Und haben hier dadurch jetzt einen Preis erwirkt, der also 25% dann gesenkt worden ist. Und das war dann für uns natürlich dann die beste Lösung, jetzt damit zu arbeiten. Das okay. haben wir jetzt nachmachen müssen. Das habe ich dann entschieden, weil wir müssen jetzt hier auch nach vorne gehen, weil wir haben hier Zeitdruck bezüglich der Fertigstellung des Hochhauses. Okay. Insgesamt ist es so, ich kriege schon einigen mit, wir haben nicht alle Baustellen zu, aber ein paar sind zu. Ja. Je nachdem auch, wie die Corona-Infektion bei den einzelnen Leuten ist oder wie die Bauunternehmen selber ihre Leute rausschicken. Ja. Wir haben jetzt hier gerade großes Glück, dass es bei uns ganz normal läuft. Insgesamt mit Feigen sind wir gerade noch verzögert, aber wegen der Planung. Da haben wir praktisch auch Glück in dem Fall oder auch nicht. Das kann man jetzt gerade alles auslegen, wie man will. Also wir sind echt froh, dass die Sachen laufen. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal weiter. Ja. Also gehen wir mal nach hinten, weil da, wo jetzt hier die Bretter gerade drauf liegen, das sind wie gesagt diese Abwasserkanäle. Da wird nachher im Endeffekt die Rinne drin sein. Hier siehst du, wenn er sich die Tiefgarageneinfahrt, die nachher eine optimale Breite hat, dass auch wirklich vernünftige große Autos auch reinfahren können. Okay. Vom Höhenniveau wird es auch so sein, dass wir hier mit dem SUV Höhenniveau auch reinpassen. Okay, was ich auch gerade sehe, ist, dass dieser Winkel echt passt. Ja. Da haben wir keine Probleme. Nein. Aber cool, schöne Breite, das freut mich. Ja. Bernhard, wenn du auf der Baustelle bist, auf was schaust du jetzt zum Beispiel hier in diesem Zustand? Wie sprichst du mit dem Bauleiter? Was schaust du selber? Also ich gehe immer nach dem Bauzeitenplan. Wie sind wir im Bauzeitenplan drin? Welche Steps mussten jetzt gemacht werden? Welchen Arbeitsschritt wird jetzt stattfinden? Und dann gehe ich halt zum Bauleiter hin und frage ihn effektiv ab, was ist jetzt die Woche passiert. Mhm. Einfach mich abholen lassen, wie gehen wir, was wird jetzt gemacht die Woche noch, was für Arbeiten stehen an, gab es Probleme, gab es vielleicht Diskussionsbedarf oder sonstiges. Das hole ich mir immer gleich am Anfang, wenn ich hier auf die Baustelle komme, erstmal ab. Mhm. Dann gehe ich alles in Ruhe ab, gucke mir alles an, ob die Maße vom Groben jetzt erstmal passen, also vom, was ich jetzt von den Plänen her kenne. Und danach gehe ich halt her und sage, gut, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwelche Rückfragen habe, zum Beispiel haben wir die Höhenmeter eingehalten, passt das von der Höhe, haben wir irgendwelche Differenzen drin, gehe ich zum, wie gesagt, zum Kapo hin, spreche das mit ihm durch. Er hat mir auch so 2, 3 Punkte auch schon genannt, die aber aushebbar sind, die sind auch relativ schnell wieder behoben. Das ist kein Thema, da sind wir jetzt auch gerade in der richtigen Phase noch drin. Hier hinten haben wir das Höhenniveau, was nicht so ganz gepasst hatte. Das wird jetzt hier ganz normal wieder ausgeglichen. Das ist kein Thema, kriegen wir hin. Was meinst du mit Höhenniveau hat nicht gepasst? Von der Höhe jetzt, wo nachher die Decke nachher sitzen wird. Wieso hat es nicht gepasst? Weil wir hier ungefähr 0,9 Unterschied hatten. Also wir haben jetzt nicht gerade 0,9 Zentimeter, also 90 Millimeter. Also es ist nicht viel, was wir da haben, aber wir wollen das natürlich vernünftig genau haben und das wird jetzt gerade zur Stunde nochmal durchgerechnet von unserem Bauleiter und dann nochmal nachjustiert, wenn nachher die Decke reinkommt, damit es hier nachher vernünftig passt. Okay. Ja. Was ich natürlich super gut finde, ist natürlich, dass die hier super gut geglättet haben. Ja, ja. Das ist sehr wirklich gut. Sehr, sehr gut und die Wände sind super gemacht. Also nach meinen Erwartungen, nach meinen Wünschen ist es alles erfüllt worden. Das ist schon mal ganz interessant, finde ich sehr, sehr geil. Ich habe mir das vorher angeschaut.
hier zum Beispiel, das sind so Verschalungselemente hier. Ja. Guck mal. Und das fand ich zum Beispiel letzte Woche relativ cool beim Ansehen, wenn die das ja umgesetzt haben. Da drin sind diese ganzen Eisen hier eingesetzt. Und hier wird ja dann von oben wird dann der Beton reingegossen. Ja. Da sind halt mehrere Chargen von diesen Kübeln da hinten. Da hinten siehst du sie, da oben stehen sie drauf. Auf dem Dach da oben, also auf dem oberen Bereich da oben. Und das sieht immer relativ cool aus, wie die es machen. Aber ich habe leider es letzte Woche nicht aufnehmen können so richtig, weil die waren dann schon fertig gewesen. Als ich dann hergekommen bin, so schnell waren die gar nicht mehr Handy zu, so schnell waren die auch schon fertig. Na? Und das Schöne finde ich halt, durch diese Verschalung haben sie richtig glatte Wände. Ja, ich finde es ganz gut. So. Okay, danke schön. So, wir sind jetzt hier in diesem Durchgangsbereich. Das heißt, wir haben hier hinten ja die Tiefgarage. Und jetzt frage ich mich gerade, wo ich neue Aufzug schaffe. Hallo? Hier. Rechts. Wir stehen doch direkt hier, gell? Ja. Da. Weil jetzt haben die gerade alles angeglichen schon. Und in der Tiefgarage, ach so, genau. Hier haben wir die Wand. Ja. Und hier ist der Zugang. Ja. Hier haben wir nachher, ist sogar Heizung da, gell? Hier müsste der 1-2 rum. Oder hier ist der Technik Hauswirtschaft. Ja, okay. Ja, dann gucken wir mal. Hauswirtschaft. Hauswirtschaft ist ja drüben. Nein, Hauswirtschaft ist da drüben. Wir haben hier Fahrräder da drüben. Da drüben ist, glaube ich, der links hier der Heizraum. Okay. Wir laufen nur. So, wir gehen jetzt mal kurz hier hoch. Achtung. Den Bernhard hinterherlaufen. Oh. Ja. Achtung, junge Mann. Aufpassen. Die Waschküche nachher stehen wird. Also hier hinten ist jetzt die Waschküche. Ja. Hier seht ihr schon die ganzen Steine, die jetzt da hochgemauert werden. Ja. Hier sehen Sie zu, dass sie das auch hochziehen. Hier siehst du auch schon die Aussparungen für die Tellerfenster. Die sind auch schon alle bestellt worden. Die Wand wird noch verrissen. So sieht ihr das, so siehst du es mal von innen, wie es von innen aussieht. Diese Verschalung, was wir jetzt da drüben gesehen haben. Ja. Guck mal, da siehst du ja dieses Höhenniveau. Damals hatte man immer nur dieses Band. Das ist, die haben zwar auch ein Band dort als Fluchtlinie, aber damit messen sie halt wirklich genau aus von der Höhe her. Also genauer geht es eigentlich schon gar nicht mehr. Also das finde ich schon so genial. Also wenn ich mal so zurück überlege, wie es mal früher war, ne? Wie sie mit dem Zollstock da hin und her. Achtung, die Maschine geht an, die Säge geht an. Achtung. Max. So, Stairway to Heaven. Ja, jedes Mal, wenn ich hier hochgehe, singe ich das Lied. So, seht ihr mal einfach mal, wie es jetzt von oben ausschaut. Jetzt habt ihr auch einen besseren Überblick, wie das da hinten alles aussieht. Mit dieser Vorarbeit von der Decke. Von dieser Verschalung, also diese die Stützen, die er unten dran sieht, dann sieht er auch komplett mal das ganze Gebäude jetzt auch mal, ne? Also den vorderen Bereich, dann sieht er den hinteren Bereich ganz komplett mit der Tiefgarage und jetzt kriegt ihr auch so ein Gefühl dafür, wie das Objekt nachher in der Größenordnung auch hier nachher stehen wird. Das ist aber hier nachher Rasenniveau, ne? Also das wird auch nachher das Rasenniveau sein. Thoughts get thrown around, but we keep going on believing, and on till we're all cried out, cause we don't feel like throwing it all away. Vom Bernhard miterlebt über die Baustelle. Es war total faszinierend, was wir alles erlebt haben. Der Max und der Alex waren ja auch schon mit dabei. Wir werden jetzt regelmäßig hier sein und uns die Fortschritte anschauen. Und ja, wir sind begeistert und freuen uns, das alles miterleben zu dürfen. So kriegen wir auch mal das Know-how, wie so ein Bau nachher ablaufen wird und freuen uns auf die Zukunft.
Wie ist das eigentlich, wenn ihr abends geht? Ihr müsst ja immer arretieren, ne? Oder sowas, oder ausklinken. Der Kran muss frei Bremsen machen. Das heißt, wenn ein starker Wind kommt, der muss... Dass er mitgehen kann, ja? Genau. Mhm. Ja. Okay. Immer, jeder Abend so. Okay. Es war auch so schlimm beim Sturm, ne? Bei Sabine, ne? Ja, ich war nicht hier, aber Leute haben schon erzählt. Ja, ist schon hin und her gewankt hier, da haben wir schon gedacht so... Ich war auf der anderen Baustelle, da haben wir schlechte Wetter gemalt. Wir haben nichts geschafft an diesem Fall. Was man unten sieht, wie lang sind die Kräne vom Ausleger? Wie weit kommt der aus? Es sind verschiedene. Der sagt mal 28 Meter, der andere gibt es längere, gibt es kürzere, verschiedene sind. Aber das ist jetzt praktisch Standard, so das, was normal auf der Baustelle ist, 18 cm. Kann man verlängern auch. Wenn das brauchen wir, das verlängern wir, aber das Gewicht verliert das schon. Da kann schon nicht lüpfen, so viel wie hier. Okay. Und der Kran wird ja jeden Tag auf der Baustelle verwendet? Seid ihr jeden Tag da als Kranfahrer? Natürlich. Okay. Mit Kran geht gar nichts Baustelle. Okay. Ja. Wann ist denn jetzt geplant, dass die Decke drauf ist? Wir haben es geplant, bis die Decke drauf ist, in ca. 3 Wochen. 3 Wochen? Ja. Wieso brauchen wir noch so lange? Weil wir das Datum da noch nicht vorliegen haben. Okay. Weil das mit Stahl auch noch zu klären ist? Ja. Okay. Ja. Und aktuelle Fertigstellung Ober? Also Fertigstellung ist hier jetzt im Juni. Juni, nee, warte mal. September ist ja das Dings. Fertigstellung. Kannst du mir solche Fragen jetzt ja auch nicht stellen? Und selber nochmal reingucken. Da stelle ich die Fragen, das ist mein Job. Ich habe sonst hier nichts zu tun. Der Bernhard guckt, dass die Baustelle läuft. Ich komme nur vorbei, um zu gucken, ob der Bernhard funktioniert. Der Bernhard sagt, er funktioniert. Dann will ich wissen, wann das Ding fertig ist. Das ist mein Job. So, ich würde gerne das genaue Datum sagen können, lieber Oliver, aber das Problem ist... Vorschau kann nicht gezeigt werden. Die Vorschau kann nicht angesehen werden. Also so ist es. Irgendwann wird es fertig hier. Wir schauen auf jeden Fall, wir gucken, dass wir wieder vorbeikommen. Ich würde euch gerne einfach mitnehmen auf diese einzelnen Fortschritte. Das heißt, wenn dann die Decke jetzt drauf ist, wenn wir die ersten Räume stehen, wenn man sieht, wo das Bodenniveau ist, dass ihr einfach ein Gefühl dafür bekommt, wie sich die Bauvorhaben entwickeln. Das heißt, das steht bei uns an. Feigen dauert noch ein bisschen. Feigen dauert jetzt. Bauvorhaben laufen. Dresden läuft auch. Dresden läuft jetzt auch. Dresden ist ja so, da kommt jetzt der Kanaldienst, der schickt uns jetzt diese Woche das Angebot jetzt noch zu. Okay. Und dann gucken wir mal, wie hoch das ist, ob das jetzt bei 10.000 Euro liegt in Dresden, diese Kanalfahrt, oder ob es nur bei 5.000 Euro liegt. Ich will hoffen, dass es bei 5.000 Euro liegt. Okay. Wir gleich machen lassen, weil wir müssen es ja machen wegen dem Bescheid. Ja, ja. Weil du hast ja mitbekommen, was da in Dresden abgegangen ist. Katastrophe. Ja? Katastrophe. Okay, sehr schön. Also mir gefällt es auf jeden Fall, dass es heute alles schön vorangeht. Es ist jetzt im Prinzip ein ganz entspannter Besuch. Ich muss nichts machen, ich schaue mir nur alles an. Ich freue mich, dass heute auch der Alex mit dabei war, das erste Mal so auf der Baustelle. Oder war letztes Mal schon dabei, als erste Mal so auf der Baustelle. Die Jasmin war mit dabei, die sieht auch ein bisschen Fortschritt. Du machst es toll. Wir sind raus. Wir sehen uns nächstes Mal wieder.